Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir folgen immer noch der schlechten Chemie hier. Dr. Hughes Tasche sollen wir nun stehlen. You take your joy immediately. Afternoon. Hallo. Well, look at you. What's your pleasure then? Thought I'd pop in to see what's new. Er hat Dörrfleisch hier. Ziemlich teuer, ha? Huh? Haben wir denn irgendwas zum Verkaufen? Es kam mir so vor, als hätten wir so viel eingesammelt. Pfandflaschen. I hope you'll consider us for your future purchases. We get new items in almost every day. Oh, das ist ja mal was ganz Neues hier. Well, you can't say Dr. Hughes doesn't have a keen sense of style. Wow. Oh, wie unbequem. Es sei denn, man ist ein Fakir. Wie fies. Gruselig. Wo sind die Sachen, die wir brauchen? Was waren das? Steht jemand hier oben? Oh, ganz oben. Zugeknöpft. Uff. Gar nicht hier drin, oder? Das ist noch weiter oben. Get out, or I'll make you get out. Some people. This must be the bag Harry wanted. Oh, da kommen wir nicht raus. Harry, die Tasche bringen.
How are you? You've got. Don't struggle. Oh. Ah! Oh. Quite a sturdy bag. I wonder if Gwen would fit in here. She'd need to be able to breathe. Some source of oxygen and soundproofing in case she starts crying. I bet Lionel could make something like that. Was für ein Trubel hier, Mann. Können die mich nicht einfach in Ruhe lassen? Naja, wir beklauen sie auch. Ach, so ein bisschen Diebstahl. Wir müssen doch dem armen, blinden Mann helfen. Klopf, klopf. Harry? It's Sally. Sally Boyle. Just a moment. Just a moment, damn it. I can't get to the door as fast as I used to. Did you get Dr. Hughes's bag? I've got it. Aren't you Brilla? Well, here's the formula you'll need. You can get to Rathome via the maintenance tunnels. There's a code at the door. It's 1649. I really am sorry about the accident. I thought Anton had a handle on things. Well, now we know. Cheerio. Hinweis, wie bei anderen Babys muss Gwens Windel gewechselt werden. Oh nein, kümmere dich darum, bevor die Zeit abläuft. Nasty. I'll need a few things before I go. I can get there from any hatch, now that I've got the code. Ist denn die Markierung noch auf unserem Windelbaby? Oh, Zugangscode für Rotten Home. Der Code ist 1649. Ja, wir haben keine Zeit. Wir werden wohl öfter schnell reisen. Well, that's enough of being here. Oh, God. My feet are killing me. Wir brauchen doch noch einen Filter. Ja, wir haben zu wenig durchsucht. Draußen den ganzen Müll müssen wir durchsuchen. When a man looks into your eyes, he sees two tiny reflections of himself. And if he likes the many sees there, he feels good about you. But first, you have to make him care what you think of him. So sometimes you start by chiding him. Important men love that, if you make a sly little joke out of it. Aha. Wir sind schon da, wir sind schon da, wir sind schon da. Hm.
Oh, wir haben kein reines Wasser. Wir haben keine Rohre. Wasserfilter. Metallrohr. Aus Müll- und Werkzeugkästen. Also, ich glaube auch gar nicht, dass das... In Wirklichkeit sind doch Babys viel robuster, oder? Da muss man doch nicht jeden Tag einmal die... Alle zwei Tage die Windeleimer wechseln und Milch so viel geben und alles. Ich glaube, die halten auch aus so ein bisschen. Unten sind Werkzeugkästen, bestimmt. I wish I weren't such rubbish at tinkering. Ein Werkzeugkasten. There's a good lad. Everybody give him a hand. Ah, no, wait a minute. I didn't say Simon says. Okay. Simon says, begin. All right. Simon says, put your hands on your head. Simon says, touch your feet. Simon says, never mind. Cut your hands. Oh, da haben wir doch Rohre. Bleirohre. Oh, die sind nicht gut. Touch your feet. Simon says, never mind. Clap your hands. Done. Teilelager, da wird doch was drin sein. Oh, eine Gasmaske, sehr schön. Aber sonst? Was ist denn das für ein Teilelager mit nur einem Teil? Motilin. Jetzt mit resublimiertem Theomotilin. Ein Produkt der Scargill Bergbau und Aufbereitung LLC. Hinterhöfe durchsuchen. Metallteile, können wir daraus kein Rohr formen? Arthur, Arthur könnte das bestimmen. What's your fancy? I've got another little tinkering job for you, Lionel. I do so enjoy these little commissions. No one else challenges my imagination quite like you do. That's a rather odd bag. What would you need that for? Oh, that's for certain compounds that have to be kept at a very specific temperature and pressure. Aren't you clever? Hmm. Well, it might take a little while, but I think I can figure it out. Come on back in a little while. Hmm.
Wo finden wir denn jetzt ein Metallrohr, bitteschön? Very, very good. I hope all of you had a fantastic time. I trust you all brought cake, because I did promise. Hier. Oh nein, leere Spritzen und so ein Zeug. Aber kein Metallrohr. Any girl can flatter a man, but if you let him know you see his flaws, and he thinks you still love him, that's rare and precious. I learned that from Arthur. Of course, I really did love him. Maybe because of his flaws. Es darf noch nicht sein. Keine Metallrohre. Ja, so können wir keinen Filter bauen, so bekommen wir kein sauberes Wasser und so können wir die Windel unseres Babys dann nie wechseln ohne sauberes Wasser. Das geht doch gar nicht. Federn und Metallteile finden wir, aber kein Metallrohr. Aber ich glaube, selbst Arthur hat nicht sehr viele Metallrohre gefunden. Vielleicht im Garden District war das. Ah, ein Metallrohr! Prima! Sofort bauen, bevor wir was Falsches daraus bauen. Oh, endlich. Wie kommen wir zurück? You must take your joy immediately. Oh oh. Wir werden ja wohl nicht da vorne durch müssen. Nein, ich glaube, wir kommen hier ganz gut vorbei, überall.
Ja, wir sind ja schon da. Jetzt bauen wir eine Windel. Whoa. A bit too bright and shiny, Sally. Ist unsere Feldflasche weg? Wo ist denn unsere Feldflasche? Die kann doch nicht schon kaputt gegangen sein, oder? That's better, isn't it? Haben es geschafft. And down will come baby cradle and all. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.